Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Format Chiller kommentiert Kommentare präsentieren. Ja, die letzte Folge ist ein bisschen her, aber immer dann, wenn ich was finde, wo ich denke, darüber können wir ein bisschen sprechen, will ich eine Folge machen und das ist jetzt wieder aufgetreten. Ein bisschen Kommentare gerade durchgeguckt und ja, ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Davor, das Video mache ich auch, weil ich euch mein neues Mount zeigen will. Ich habe es gestern noch gekriegt, bösartige Drohne. Ich habe bloß am Rande für die Leute, die sagen, ich krieg's die ID nicht mehr. Hier ist es, das Mount. Einfach rausgezogen, spät in der Nacht. Gut, jetzt schauen wir aber den Kommentar an. Und zwar, wie gesagt, wieder Disclaimer am Anfang. Ich will nicht, dass ihr die Person hatet oder irgendwas schreibt. Das muss jetzt nicht sein. Es geht mir bloß darum, ein bisschen eine Meinung dazu zu positionieren. Und ja, da haben auch einige von euch unter den Kommentar geschrieben. Deswegen werde ich ihn jetzt hier einmal behandeln. Also, der Matthias hat geschrieben auf ein Video, das nennt sich Pet Battle Dungeon Guide. Also ich habe quasi einen Dungeon Guide gemacht für das neue Pet Battle Dungeon. Und ja, dann hat er dazu geschrieben, mir wäre lieber, Blizzard lässt den ganzen Pokémon-Scheiß und investiert Ressourcen in ein funktionierendes Spiel. Stichwort massive Bugs. A, Probleme, OP, Verderbnis, Zeug, okay, kaum was zu tun mit 8.3 USW, USW, also und so weiter und so weiter. Okay, das ist soweit der Kommentar. Über die Rechtschreibung lässt sich jetzt manchmal hier streiten, ist jetzt aber auch nicht relevant hier für das Ganze. Erstmal, er hatet halt so ein bisschen die Pet Battle Dungeons, beziehungsweise alle Systeme, die anscheinend nicht mit dem konform gehen, was er spielerisch spielen will, und sagt, weil Blizzard Zeit in Pet Battle Dungeons oder auch wahrscheinlich in andere Sachen investiert, was er ja anscheinend nicht spielen möchte oder nicht gut findet, so ein System, kriegen sie es nicht hin, andere Sachen zu fixen. Also ich glaube mal, die Probleme, die jetzt auf dem Live-Server aufgetreten sind, wenn die Blizzard vorher schon gewusst hätte, dann hätten sie versucht, die vorher zu fixen. Ich denke mal, viele Probleme, die aufgetreten sind, sind halt im Spielbetrieb aufgetreten und die hätten sie vorher nicht unbedingt schon fixen können. Deswegen glaube ich nicht, also gut, sie hätten vielleicht mehr Tests machen können, wenn sie dann Pet Battle Dungeon nicht rausgebracht hat, aber ich vermute auch, dass da unterschiedliche Teams dran arbeiten. Und ich finde halt immer, die Argumentation herzunehmen, das, was ich haben will, klappt nicht so ganz und weil sie Zeit in was anderes investiert haben, klappt mein Zeug nicht. Bin ich halt immer so ein bisschen weit hergeholt. Vor allem, was dann im weiteren Sinne hier weitergeht, dann hat der Andi hier geschrieben, Pet Battle Dungeons sind die beste Sache in WoW. Also wir haben einen, der jetzt Pet Battle Dungeons mag. Ich übrigens finde Pet Battle Dungeons auch nicht schlecht. Und jetzt geht's halt um die Thematik, die ich hauptsächlich halt hier ein bisschen dumm finde. Da schreibt der Matthias wieder, wenn man komplett scheiße im PvE und im PvP ist, vielleicht. Also, das ist halt genau die gleiche Kerbe. Alle, die besser sind als ich, ja, sind Hartz-IV-Empfänger und alle, die schlechter sind, sind Kacknoobs. Bloß weil jemand Pet Battle Dungeons mag, muss er nicht unbedingt schlecht in anderen Content sein. Das würde implizieren, du spielst Pet Battle Dungeons ja nur, weil du nichts anderes hinkriegst. Und das ist halt totaler Schwachsinn. Weiß ich nicht. Und sowas regt mich halt wirklich auf, tatsächlich, dass Leute dann anderen Leuten Inkompetenz vorwerfen, bloß weil sie vielleicht was spielerisch mögen oder mehr mögen als andere Geschichten, die diese Person bevorzugt. Nur weil ich jetzt ein Pet Battle Dungeon mag oder auch spielen mag, muss ich nicht zwangsläufig in allem anderen scheiße sein. Heißt, ich persönlich mag auch Pet Battle Dungeons, ich bin vielleicht ein gutes Beispiel. Ich habe letzten Content im Mythic-Modus geclearet. Ich habe auch alle 15er in Time gemacht und ich habe auch ein einigermaßen solides Arena-Rating. Also, wenn wir das hernehmen als Beispiel, stimmt es wohl nicht ganz. Also, ich weiß nicht, was ich im PvE-Content noch mehr machen will, als Mythic clearen, ja. Aber trotzdem spiele ich gern Pet Battle Dungeon. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass man dann hergeht und einfach sagt, alle Leute, die Pet Battle Dungeons mögen, sind in den anderen Content scheiße. Und das finde ich halt sehr, sehr schade an der Stelle. Und dementsprechend, ja, kann ich den Kommentar jetzt hier nicht ganz nachvollziehen. Ich kann den Unmut verstehen, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier ein Patch 8.3, der Release war, wenn man es noch gelinde ausdrücken will, unglücklich. Heißt, es gab sehr viele Bugs, mit dass Gold zum Beispiel verschwunden ist,
dass gewisse Systeme nicht funktioniert haben. Ich habe gehört von Leuten, die Disconnects ständig gekriegt haben in den Visions. Das Problem hatte ich nicht. Würde mich auch richtig abfucken tatsächlich. Einige andere Sachen haben gebuggt. Die Warmode-Belohnungen haben gebuggt. Also das war einer der unglücklichsten Patche, die ich mitgekriegt habe, was Bugs angeht. Ich war jetzt nicht sonderlich sehr betroffen, muss ich sagen. Deswegen habe ich mich jetzt weniger geärgert. Aber ich denke mal, einige andere Sachen, die auf dem PTR zum Beispiel waren, dass man fast für jede Kiste aus der Vision Loot bekommen hat, was auf dem Live-Server wieder nicht war. Man weiß nicht so ganz, ist das intended, ist es ein Bug gewesen? Und leider so ein Zeug schlagen da natürlich rein, da kann ich den Unmut verstehen. Aber diesen Unmut auf das Pet Battle Dungeon zu projizieren und dann anderen Leuten den Content madig zu reden, die vielleicht das toll finden, finde ich dann ein bisschen schade und finde ich auch ein bisschen arm, die Einstellung, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht überdenkst du das nochmal. Und ja, das war eigentlich alles, was ich zu der Thematik sagen wollte. Ja, genau. Das war's soweit. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht, was ihr von dem Ganzen haltet. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Und vielleicht haben wir ja bald mal wieder was, auf was ich kommentieren kann. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.